Es ist inzwischen rhetorisch-wissenschaftliches Allgemeingut. Der Klimawandel ist menschengemacht. Das ist so ein Schlagwort, da fragt man sich ja eigentlich als nächstes, und von welchen Menschen? Wer ist dafür verantwortlich? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind Weltklimarats bis hin zum Bundesverfassungsgericht eindeutig. CO2-Emissionen im Wesentlichen tragen zu dieser Veränderung ganz deutlich bei. Das heißt, wir haben, wenn man sich weiter überlegt, was daraus entsteht, nämlich zahllose Tote, zahllose Gesundheitsverletzungen, die in die Millionenhöhe gehen, haben wir es mit dem umfassendsten Menschheitsverbrechen zu tun. Und dann ist geplant, dass wir die Petition mit den zurzeit rund 4.370 Unterschriften an den Oberstaatsanwalt Bremer übergeben. Ja, guten Tag an alle. Ich bin Rosa Gehlens und wie gesagt, ich bin Atmosphärenforscherin. Der Heinrich Kommers hat uns gerade über die Strafanzeige erzählt. Und eine der Studien, auf die in der Strafanzeige verwiesen wird, ist der Last Gasp. Auf Deutsch der letzte Atemzug. Eine der Haupterkenntnisse von dieser Studie war, dass wenn man die Gesundheitsauswirkungen von Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke, also nichts anderes, nur Luftverschmutzung von Kraftwerk und die davon folgende Gesundheitsauslastung betrachtet, dann ist RWE der tödlichste Kohlekonzern in Europa. Mit dieses insgesamt ca. 1.900 vorzeitige Todesfälle im Jahr. Das ist eine hohe Zahl, aber wie kann man sowas überhaupt rechnen? Ich bin eine von den Forscherinnen, die zu dieser Last-Cap-Studie beigetragen hat und würde jetzt versuchen, kurz zu erklären, wie wir das gemacht haben. Da fragt man sich ja nun, was machen die Ermittlungsbehörden, die dafür zuständig sind, wenn sie Kenntnis von einem Verbrechen erlangen, dann dem Legalitätsprinzip unterliegen, dem gesetzlichen Legalitätsprinzip, das heißt, sie müssen tätig werden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Staatsanwaltschaften, die Polizeibehörden interessieren sich nicht die Bohnen. Im Gegenteil. Ich bin im Wesentlichen Strafverteidiger und als Strafverteidiger habe ich es erlebt, dass auf Strafanzeigen der RWE Power gegen die Menschen, die dagegen protestieren, Strafanzeige folgen, Anklagen erfolgen und verurteilen. Das heißt, die Justiz macht das Gegenteil. Sie verfolgt die, die sich wehren gegen solche Verbrechen und zu deren Aufklärung beitragen wollen. Wir haben dann Stellung genommen zu erwarteten Einwänden. Das heißt, das, was da passiert, ist ja nicht nur ein eindimensionales Geschehen. Das heißt, es wird etwas, ein Mensch wird mit dem Messer erstochen, sondern es ist ein Geschehen, das sehr schwierig, sehr komplex aus vielen Zusammenhängen besteht, weil es viele Emittenten gibt. Aber wir haben deutlich gemacht, dass die Komplexität und die Schwierigkeiten kein Grund sein können, nicht zu ermitteln. Wir haben erinnert daran, dass hier Grundprinzipien und Grundwerte unseres Rechts betroffen sind. Das heißt, die elementaren Rechtsgüter, Leben, Gesundheit, Freiheit, hat das Bundesverfassungsgericht ja auch nochmal herausgestellt, sind betroffen. Wir haben auf die Untätigkeit der Ermittlungsbehörden hingewiesen. Ja, dann haben wir als zentralen Punkt der neuen Anzeige wieder die Anzeige von 2018 herum, dass die Rolle der Braunkohle in dem Zusammenhang für die Klimaveränderung, in dem Rahmen die Rolle der RWE als Hauptemittent hier jedenfalls deutlich gemacht. Wir haben auch die Folgen deutlich gemacht, die dadurch entstehen, ausgelöst werden, Hitzewellen, Kälteeinbrüche,
Hautkrebs, Erkrankungen, Infektionen und vieles mehr auf die wirtschaftlichen Folgen, nämlich Verlust von Lebensgrundlagen, erstmal nicht so sehr in unserem Bereich in Deutschland, sondern weltweit. Dürren, die wir jetzt auch in Deutschland spüren. Wir haben aufmerksam gemacht auf eine Studie des Climate Change Projekts 2021, nachdem 37% der Hitzetoten der letzten drei Jahrzehnte in Höhe von jährlich 100.000 auf den Klimawandel zurückzuführen. Wenn man das so rechnet, sind wir bei vielen Millionen Toten. Klar gemacht, dass auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Kausalität hier gegeben ist. Schließlich, und das war uns ganz wichtig, die Generalstaatsanwaltschaft haben, die damals im Beschwerdeverfahren die Anzeige zurückgegeben hat, meinte sagen zu müssen, ja, die hätten ja nicht mal gegen Verwaltungsvorschriften oder Gesetze verstoßen. Da frage ich mich, welches Rechtsverständnis hat eine Staatsanwaltschaft, die sowas schreibt? Wenn Menschen umgebracht werden, brauche ich keine Verwaltungsvorschrift, die das verhindert. Abgesehen davon, dass die Gesetze haben. Strafgesetzbuch und überall stehen. Das Leben ist geschützt, Verfassung. Die Gesundheit ist geschützt, die Verfassung. Steht alles im Grundgesetz. Und Totschlag und Mord in den Paragraphen 211 folgende Strafgesetzbuch. Die Staatsanwaltschaft meint, es sei ihnen ja nicht verboten gewesen. So, und als letztes haben wir dann gebeten, in der Strafanzeige die Bearbeitung dieser Anzeige nicht wieder den sich als unqualifiziert darstellenden Staatsanwaltschaften Essen kommen zu lassen. Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden haben erbärmlich versagt. Das ist meine Auffassung. Ich gebe zu, es ist eine Riesenaufgabe und es ist auch etwas, wo man weiß, dass man sich mit dem Staat anlegt. Das tun deutsche Ermittlungsbehörden nicht gerne. Aber es ist notwendig, weil die Folgen sind entsetzlich. Was geschieht in den Ermittlungsbehörden, ist ein bewusstes Wegsehen, sich dem gesetzlichen Auftrag entziehen, nicht stellen. Das Legalitätsprinzip steht im Gesetz. Das heißt, es ist Rechtsverweigerung und Rechtsmissachtung. Es ist eine klare Missachtung der Menschen, die ihre existenziellen Grundlagen verlieren, eine klare Missachtung der jetzt Lebenden und der kommenden Generationen.